So. Nächster Versuch, uns einer weiteren Podcast-Sendungs-Einführung meinerseits vom Purgen. Wie ihr hört, tapse ich gerade durch meine Wohnung, schließe jetzt das Fenster, weil es doch noch echt extrem kalt geworden ist, obwohl es ein sehr schönes Wetter heute war. Es ist, kurz überlegen, der 1. November, ein Dienstag. Und gestern war dann Halloween, ne, wie es da nun mal so ist. Unter anderem auch mein Geburtstag, den ich wie immer möglichst unspektakulär verbracht habe. Ich bin es nicht mehr gewohnt, meinen Geburtstag zu feiern, da wir sonst immer unterwegs waren, wenn ich Geburtstag hatte. Und ich lege da nicht so einen Wert drauf. Außerdem ist in letzter Zeit so viel Scheiße passiert, dass ich mich erstmal sowieso ein bisschen auskurieren musste. Weil A, habe ich mir... Gott, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Ich fange beim Lustigsten an. Ich habe mir zwei Rippen gebrochen. Und zwar in Prag. Und zwar, weil wir eine so gute Show hatten und deswegen ausgelassen gefeiert haben. Und auf dem Rückweg von der Party zum Hotel, zum Hostel, dachte ich erstmal, komm, wir feiern Norbert, indem ich bei ihm, wie man das ja nennt, Huckepack sprang. Und Eike sich dahinter stehend dachte, oh, das muss doch auch zu dritt gehen. Ging's nicht. Es ging nämlich dann recht schnell zu Boden. Für mich bedeutete das eine Kante, die mir in den Weg kam, auf einem Schotterpflaster-Gehsteig. Zunächst schmerzte es gar nicht so schlimm. Oh, ich sehe gerade hier bei mir in der Ecke ist eine Spinne. Die muss ich mal gerade entfernen. Ich werde sie jetzt nicht verprügeln. Ich werde sie einfach hier auf diese Nadan, ein Stadtblatt, setzen. Jetzt hat sie sich anders überlegt. Jetzt ist sie geflogen. Dann nehme ich sie beim Bein, so. Und setze sie vor die Tür. Da ist viel schöner. Komm mit, Spinne. So. Treppe runter. Auf. Spinne raus. Sollen sich doch die Nachbarn damit rumärgern. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Rippe gebrochen. So ein Scheiß. Am nächsten Tag, bei jeglichem Lachen, Husten oder am schlimmsten Niesen, habe ich ganz schön gelitten. War furchtbar. Auch das jetzt, dieses Einatmen ist auch nicht so, noch nicht so geil. Ich habe Schmerztabletten gekriegt vom Arzt, sehr gute. Die sind sehr lustig, allerdings auch bald alle. Erst dachte ich schon, sie wären alle, aber vergessen, dass ja noch ein zweites, wie nennt man das? Tray? Also eine zweite Packungseinheit noch in der Packung war. Gott sei Dank. Ich habe mich gefreut wie ein Wilder. Was denn noch? Achso, gut, dann, jetzt weiß ich gar nicht, die nächste Geschichte sollte ich aus rechtlichen Gründen einfach mal nicht erzählen. Die ist zwar sehr lustig, aber das könnte mich in Teufelsküche bringen. Das tue ich nicht. Wir piepen dieses Stück jetzt gerade, also zensieren praktisch. Lustig ist aber noch zu erwähnen, ich habe den geliehenen Bulli zurückgebracht nach Bremen. Und der Tag sah wie folgt aus. Aufgewacht, jetzt kommt's. Durch andere Hotelgäste, die auf einer Geige Kinder- und Weihnachtslieder spielten, aber sie spielten sie nicht nur, sondern sie spielten sie auch noch falsch. So. Zurückgefahren nach Hause, 5 oder 6 Stunden. Ordentlich fertig gewesen. Hier schnell zu Hause mir Pommes reingeschoben, verbrannt. Dumm. Fast in der Dusche ausgerutscht. Gerade noch auffangen können, was aber mit durch die gebrochenen Rippen sehr viel Schmerzen verbunden war. Endlich irgendwann viel zu spät in Bremen angekommen, den Wagen abgegeben, zum Bahnhof gebracht worden. Dann wollte ich weiter nach Kiel. So, erster Zug ausgefallen. Einfach ausgefallen, also fuhr gar nicht. Zweiter Zug, Verspätung, Viertelstunde. Womit ich natürlich, um den Anschlusszug nach Kiel zu kriegen, völlig zu spät in Altona war. Und da dann noch eine Stunde warten musste. Ach ja, genau. In meinem Abteil, in dem Zug, in dem ich jetzt eine Stunde lang einfach so schon mal stehend gewartet habe, saß eine Frau, eine Dame, die scheinbar etwas, keine Ahnung, grippalen Effekt oder was auch immer, hat die gehustet, die hat ihre
ihre Bakterien im ganzen Abteil verteilt, dass mir das eine wahre Pracht war. Ich wollte aber aus Trotz und Faulheit nicht das Abteil räumen und habe nur gebetet, dass ich nicht noch jetzt zusätzlich auch noch tierisch krank werde. Gut, Ende der Geschichte. Ich war um 12:30 dann letztendlich in Kiel und dementsprechend fertig. Um Himmels Willen, so sieht das dann aus. Das war furchtbar. Gut, dann gestern Geburtstag, ne, habe ich natürlich jetzt nicht viel, habe ich nicht viel Bock gehabt, irgendwas zu tun, zu feiern. Ich war abends auf dem Mach Potter Konzert in Osnabrück, was sehr, sehr schön war. Ein sehr gutes Konzert und der Rosenhof ist ein sehr schöner Hof. Den sollte man sich merken, den Laden. Ganz schick. Dann noch hier natürlich in Münster noch so ein bisschen raus gewesen. Nachts noch eine Attacke gekriegt. Viel zu viel gemacht, aber egal. War heute noch lecker. Ach so, genau. Ach ja, richtig. Nächste Eskapade. Ich habe Alexander sein Auto abgekauft. Der war damit, bevor er es mir verkaufte, bei einem Autofachhandel, weil der Wagen sehr laut ist, so ab 60 km/h. Und die haben ihm versichert, dass es der Mittelschalldämpfer vom Auspuff ist. Ich habe mir jetzt einen Mittelschalldämpfer besorgt und wollte den einbauen lassen. Da stellte sich heraus, dass der Mittelschalldämpfer absolut in Ordnung ist, nichts damit zu tun hat, sondern das linke vordere Radlader kaputt ist. Habe ich Radlader gesagt? Radlager. Super. Der Auspuff, ich kann ihn nicht mehr zum Beispiel auch an die Wand hängen. Das ist ja ganz schick. Hab eh viel zu wenig Bilder oder so an der Wand. Warum nicht ein Auspuff? Ein Mittelschalldämpfer. Herrlich. Gut, damit ist der Wagen jetzt im Arsch und es dauert noch ewig, bis er repariert ist. Und es wird vermutlich noch teurer, als ich dachte. Ich musste Alex nochmal für einen Karren pissen, das geht ja so nicht. Hat mir einfach ein kaputtes Auto verkauft. Du, das ist kein Problem, das ist eine Kleinigkeit. Das Ding kostet 20 Euro, kostet übrigens 70 Euro. Scheiße. Und die Radlager werden noch teurer, wenn ich links und rechts mache. Ich mache nur links, glaube ich. Dann wird es eben ist halb so laut nur noch. Und ein bisschen laut darf er ja ruhig sein. Hört sich gut an. Ah, ihr merkt, ich atme ein wenig schwer. Kann passieren mit so Rippenkack. Blöde. Aber was soll's, man soll, will ja nicht meckern. Es geht ja auch irgendwann wieder vorbei. 4 bis 6 Wochen. Scheiße. Aua. Naja. Gut. So. Was könnte ich denn noch? Ich könnte noch kurz von meiner neuen Lieblingserfindung erzählen, die ich mir gekauft habe. Und zwar fernbedienbare Steckdosen, mit denen ich A, sämtliche Lichter in meiner Bude an- und ausknipsen kann. Und jetzt kommt's aber B, was am besten ist, von meinem Bett durch die Wände durch, in die Küche hinein, die Kaffeemaschine morgens anstellen kann. Zack, geht's da an. Abends fertig gemacht. Und morgens mit schönem Duft in der Nase. Geweckt nicht, weil wach bin ich dann schon. Ich hab's ja angemacht. Jetzt kommt ihr und sagt, oh, das ist ja nichts Neues. Es gibt ja auch Kaffeemaschinen, die man irgendwie so hier programmieren kann und die morgens dann um 7. Ja, ja. Aber ich habe ja sehr divergierende Aufstehzeiten. Und wenn ich abends mir überlege, morgens stehe ich um 8 auf und mache die Kaffeemaschine an, denke ich mir am nächsten Morgen um 8, leck mich am Arsch, ich penne noch 2 Stunden und dann ist der Kaffee wieder kalt. Beziehungsweise die Kaffeemaschine läuft und läuft und läuft. Jetzt kann ich so einfach aufwachen und denken, okay, bin ich bereit, wach zu sein? Ja, knick. Und dann, zack, ist der Kaffee an. Super. Ich trinke gerade nochmal einen Schluck. Ach so, genau, apropos trinken. Es geht gleich mit Catcast ihrem Erik hier in Münster auf die Piste. Eine Wetteinlösung, eine Wette zwischen Ingo und Erik. Wo der Wetteinsatz war, bei dem jeweiligen Gegner in dessen Stadt saufen zu gehen. Ich bin nicht so in Form, ich werde wahrscheinlich nur kurz dazu stoßen. Jetzt habe ich mich gerade vermutlich selber angelogen, weil wer weiß, wann ich zu Hause bin wieder. Naja, ich nehme übrigens gerade, ich habe verzweifelt eine Aufnahmemöglichkeit hier in meinem Hause gesucht und keine gefunden, weil ich gerade kein Mikro hier habe, verdammt nochmal. Ich nehme einfach gerade auf meiner Digitalkamera auf und hoffe, dass das überhaupt nach der qualitativen Bruchlandung aus der Badewanne nicht ähnlich schlimm oder noch schlimmer ist. Naja, wir werden sehen. Gut, soweit erstmal von mir. Ich denke mal, wir machen noch so einen gemeinsamen Podcast, wie immer. Vielleicht wird das hier auch gar nicht benutzt. Was weiß denn ich. Ach so, viele haben sich ja jetzt, also danke für die ganzen Reaktionen, auf die sehr guten Reaktionen auf diese Podcast-Sache. Finde ich sehr gut. Macht uns auch sehr viel Spaß, auf diesem Wege interaktiv mit euch kommunizieren zu können. Boah, schleimig. Naja, aber nicht wirklich. Und viele haben sich beschwert, dass es natürlich keine Musik gibt oder eine kleine Musikuntermalung ganz gut wäre. Ja, jetzt kommt aber die euch wahrscheinlich gänzlich unsympathische, uns teilweise sehr sympathische, aber teilweise nicht gerade zu kapierende GEMA und kommt mit einer Blutgrätsche ins Spiel und sagt, na,
wenn wir jetzt doch Songs spielen, wo sind da die Rechte? Und wer zahlt, wer zahlt das alles? Problem, Problem, Problem. Deswegen erstmal keine Musik. Wir überlegen uns aber noch was. Wir machen da was. Wir sind da an was am Planen dran. Ne? Also das wird auch noch alles, wie gesagt, es ist ja alles noch verbesserungswürdig und alle Vorschläge herzlich willkommen, immer zu uns, sehr schön. Und wir kümmern uns dann drum oder nicht, je nachdem, ob die Vorschläge uns gefallen oder nicht. Könnt ihr euch ja vorstellen, würdet ihr ja auch so machen, ne? So, gut, ich bin jetzt auch wieder zu spät, ich sollte eigentlich schon um 8 da sein, jetzt ist 8:30, macht nichts, ist die höfliche halbe Stunde. Ich gucke jetzt, ob es überhaupt funktioniert hat und ich überhaupt irgendwas aufgenommen habe oder ob das ganze Ding die ganze Zeit im Pausemodus war, was ich mir auch gut vorstellen kann. Das ist ja eine Katastrophe. Ja gut, tschüss, mit Purgen. Legen wir los. Ja, herzlich willkommen hier in illustrer Runde zum zweiten All-Over-Do-Nots Podcast-Versuch. Wir versuchen Themen wirklich abzuarbeiten. Oh, arbeiten darf man nicht sagen. Ne, arbeiten ist so blöd. Es ist ja trotzdem nur ein Spaß. Wir sitzen übrigens hier bei Abzuspaßen. wunderschönster Sonne vor unserem Proberaum und hängen ab. Ja. Alexander, du hast doch so eine Themenliste gemacht. Ich habe eine Themenliste gemacht. Wie hält sich's denn damit? Ja, als erstes habe ich geschrieben, sollte man erstmal einen Überblick geben, was erwartet euch in der Ausgabe. Aber du hast Ja. ja schon vorher was zum Besten gegeben, jetzt gerade 10 Minuten. Ja. Da kann man jetzt ja nicht noch sagen, das hat euch erwartet. Stimmt. Aber hat euch vielleicht überfordert auch. Ich glaube, ich müsste es mal ein bisschen kürzen. Kann ich machen. Nee, ich zum Beispiel bin sehr Fan davon, dass Jan Dirk immer die Eröffnungsrede gibt. Auch ruhig in mieser Tonqualität, wie diesmal auch. Ja, scheiße. Ich kaufe mir ein Mikrofon. Sollte man als Musiker haben, sowas. Nach 13 Jahren Musik machen. Ja, aber Ingo hat ja vorhin, wir haben diesen Teil, den ihr auch gerade gehört habt, haben wir gerade auf dem Weg zum Proberaum im Auto schon mal mit Allmann gehört. Und Ingo hat gemeint, das hat besonderen Charme, wenn Jan Dirk so schrottig Ja, klingt. das hat so ein bisschen was Morbides, wenn man durch so eine strahlenverseuchte Zone irgendwo im Ostblock fährt und man kriegt gerade noch so die letzten Radiostrahlen mit aus irgendeiner fremden Dimension in Sibirien. So in der Art klingt Das das. Schlimme war, das einzig Positive, was Ingo über das Geredete gesagt hat, war, dass es gut ist, dass es scheiße klingt. Ja. So. Ja, ich meine, das ne? kann ich mir vorstellen. Ja, auch mal ein Niveau setzen irgendwo. Ich fand, das war ein guter, würziger Beitrag. Ja. Danke, Jan. Es hat mir sehr viel Witzig. Spaß gemacht, diese Einleitung. Ist ja auch ein würziges Leben im Moment bei mir, so eine Ja, Scheiße. und das macht's Alles geht aus. den Bach runter. Ihr müsst wissen, Jan Dirk ist vielleicht bald im Knast, aber es macht ja nichts. Hey, das wollte ich doch nicht verraten. Hey. Der hat nichts gemacht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wenn jeder von euch seine Woche in zwei Sätzen Revue passieren lässt. Ja, das wäre nämlich jetzt zum Beispiel schon die erste Rubrik, die ich mir ausgedacht habe, nämlich die News. Das sind so die News, ja. Was ist passiert in unserer letzten Woche und was passiert noch in Zukunft? Das geht in den letzten 2 Wochen. Ach so. Oder letzte Woche. Pass mal auf, ich habe geschrieben, ich lese das mal einfach vor. Lies mal vor. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher über den Titel. Das Segment heißt irgendwie entweder der heiße Scheiß oder einfach News. Ach. Oder vielleicht noch was ganz anderes. Heiße Scheiß besser als News. Und also man steht hier bei mir auf meinem Zettel abklappern, was an heißem, in Klammern musikalischem Scheiß diese Woche gab. Da fehlt auch ein Wort. Und darüber labern. Was hat man seit der letzten Ausgabe erlebt? Bands, Platten, DVDs, Konzerte, irgendwelche nervigen Hypes zum Beispiel auch noch. Und welche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus? Da kann man jetzt zum Beispiel jeder mal ein oder zwei Sachen zum Besten geben. Ich Ja. kann zum Beispiel mal anfangen direkt. Ja, richtig. Ich habe mir den neuen iPod gekauft. Mit Video. Das ist nicht schlecht. Hast du schon Videos auf deinem iPod, Alex? Ich habe das Leben des Brian da drauf. Oh. Auf Englisch. Sehr Gute Wahl. gut. Das Läuft ehrt aber, den iPod. läuft nicht. Guter iPod. Oh, ey, das kenne ich. Dass Sachen nicht laufen, habe ich im Moment auch sehr oft. Jetzt sag ich mal, obwohl, dass ich noch pinkeln kann. Ich war bei Produktiv, habe mir ein Stiletto angeguckt. Das ist ein Verstärker und den kaufen wir bald. Der passt alles weg. Das war sehr, sehr schön, den angespielt zu haben. Durch eine schöne Box. Wir haben, beziehungsweise haben noch nicht beschlossen, aber Eike und ich, wir fahren gleich zu Florian, zu unserem Management. Und wir beschließen, dass wir bald mal wieder eine Aussage machen für eine Band, weil das haben wir echt schon, wann haben wir die letzte Aussage gemacht? Vor einem Jahr oder so? Ich weiß es nicht. Halbes, 5 Jahren, glaube ich. Also ich seitdem, schon seit ein paar Jahren genau, an der Kohle rum. Seitdem darben wir dahin. Und jetzt haben wir aber schon irgendwie so, im Kopf haben wir schon überlegt, wir machen mal wieder eine Auszahlung. Boah, dann, geil, dann kaufen wir eine Fanta. Dabei gab es bei mir jetzt schon mal vorab ein iPod. Bei Guido gibt es eventuell bald den Mesa Boogie Stiletto. Und eine Fanta. Und eine Fanta. Eike, was ist dein heißer Scheiß der letzten Woche gewesen? Mein heißer Scheiß, da hat sich nicht viel getan, würde ich sagen. Das ist mit einem Buch. Was? Guido, Mikrofon. Stimmt, ich war im Märchenwald. Es war ein, es,
Ich war mal wieder im Märchenwald, denn in Bünn gibt es auch einen Märchenwald und deswegen wurde ich sehr stark an alte Zeiten erinnert. Ich bin da hingefahren an einem wunderschönen Herbsttag und es gab verschiedene Märchen dort zu bestaunen, unter anderem Rapunzel. Da musste man sich unter den Turm von Rapunzel stellen und rufen, Rapunzel, lass ein Haar runter. Und dann lief an einer quietschenden Kette ein total vermooster und verdreckter Zopf, kam von oben runtergefahren. Und ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? War was ein amüsanter Tag, da in dem Märchenwald. Hast du den Zopf erstmal urbrieten oder was? Nee, kam ich nicht dran, wir klein. Ja, ich war auch in so einer Art Märchenwald, aber das war mein Leben. Oh. Sänger. Ja. Meine Woche möchte ich unterteilen in Pflicht und Kür, ja. Oh. Pflicht, Erik von Ketka ist vorbeigekommen und wir sind zusammen trinken gegangen, wie Jan Dirk auch in seinem anderen Podcast schon sehr schön erwähnt hat. Es war ein sehr, sehr schöner Abend und ein sehr, sehr schöner Morgen und wir waren auch am nächsten Tag noch recht strahlig unterwegs. Das zur Pflicht, zur Kür kann ich sagen. Ich bin sehr stolz, dass diese Woche das Waterrun-Album All Riot komplett fertig geworden ist mit Mixen, Mastern und allem und ich habe es mir jetzt ein paar Mal in meinem Auto angehört und freue mich sehr, an der Platte beteiligt gewesen zu sein. Das wirft nämlich auch dann die Schatten voraus. 23.01. kommt diese Platte raus und da würde ich euch alle mal bitten, reinzuhören, wenn ihr Metal-affin seid. Ja, so. Es ist ja noch mehr passiert. Wir können noch mal, was DVDs, haben wir denn noch gemacht? Ich habe noch DVDs gekauft. Jack Holborn DVDs. Wer von euch die Serie noch kennt von früher, kaufen. Ey, sag mal, ich habe beim Saturn gesehen, das sind ja ganz viele einzelne Teile, oder? Was ist eine Sammel-DVD? Drei DVDs und jeweils zwei Folgen drauf und das war's dann auch. Und die hast du aber alle? Habe ich alle. Boah, ey. Sehr schön zu sehen. Die Auszahlung macht sich bemerkbar. Du, da darfst du nicht so oft drüber reden, dann werde ich schon ganz wuschig. ich wollte noch sagen, ich habe von Eike, apropos DVD, eine DVD geschenkt gekriegt. Und zwar den Setzer aus ihrem Brian mit seinen Stray Cats und das ist eine herrliche DVD. Sehr, sehr, sehr geil. Spielen übrigens live in der Brixton Academy, wo wir nur auch schon mal waren und ich habe gedacht, boah, da waren wir auch schon mal, lang nicht so gut, aber immerhin waren wir da auch schon mal. Und das ist echt fein. Können wir dann nochmal so einen Rückblick machen von unserer ganzen Tschechien-Fahrt und Co.? Ja, so teils habe ich es ja schon gemacht. Das in Marianski Lassen, oder wie der Ort hieß, in Tschechien, da war auf dem Plakat Green Day als unser Support angekündigt. Vielleicht können wir auch ein Foto dazu auf der Seite machen. Ich habe Fotos gemacht. Können wir machen. Im Radio wurde es auch so angesagt. Im tschechischen Radio Green Day heute Abend im Vorprogramm von den Döners. Ja, die einzige Show des Jahres von uns übrigens wurde so angekündigt. Hat dann hinterher 160 Leute dazu bewogen, vorbeizukommen und auch sehr faszinierend sich anzustellen bei freien, was war es, Jim Beam oder Jack Daniels Duschen. Jim Beam duschen, so dass sogar der Veranstalter sich mehrmals in die Reihe angestellt hat. Aber der Ort war ja auch echt heftig. Das war richtig so ein trashiger Ostort, wo gar nichts, wo es nichts gab. Also wir sind einmal durch die Stadt gelaufen, also war sehr erstaunlich. Ja, aber auf der anderen Seite der Stadt gab es ja die ganzen Kurhotels. Ja, wirklich. Am nächsten Tag, als wir noch da das Geld gewechselt haben, das war auch wie so wunderbar. Wie aber es sah auch total schön aus. Ja gut, aber jetzt der Altersschnitt lag so bei 120. Das war ein bisschen blöd. Das ist auch genau deine Kragenweite, Jan Dirk. Ja, die machen wir jetzt keine Probleme. Ich kenne mich aus, ich habe Zivilins gemacht. So. Aber der Tag vorher in Prag, der war doch sehr schön. Wirklich, fantastisch. Ja, bis auf meinen Sturz. War alles gut. Ja, gebrochene Rippen, der Hype der Woche, meiner Meinung nach. Ich bin dir dankbar, Jan Dirk. Der Hype der Woche? Ja. Wieso, aber es wird doch gar nicht gehypt, es wird doch eher gedownt. Ja, nee, wird schon gehypt, muss man sagen. Also, weil jedes Mal, wenn jemand von uns was sagt, muss Jan Dirk Aua sagen und lachen gleichzeitig. Das finde ich schon sehr, geht schon Richtung Hype, muss umgekehrt, sagen. Erst lachen, dann Aua sagen. Ja. So, haben wir jetzt müssen wir noch irgendwelche Konzertrückblicke geben? Mach was sagen. Ich finde, du gehst jetzt mal gleich in die nächste Rubrik über, Alex. Jetzt geht's schon in die nächste Rubrik. Natürlich. Aber dafür sind wir jetzt noch nicht gerüstet. Da steht nämlich auf meinem Zettel Segment Retro-Review. Jede Woche darf einer von uns eine Platte oder Band vorstellen. Das geht dann von Woche für Woche an den nächsten weiter. Eine Band vorstellen und eine Platte, die ihn in seiner Jugend umgeblasen hat. Und das Ganze ruhig sehr detailliert. Was natürlich Recherche benötigt, dass man irgendwie auch ein bisschen Background-Informationen dazu geben kann. Aber ist das so ein, der ihn jetzt immer noch umbläst und in seiner Jugend? Beides möglich. Und dazu kann man nicht erzählen, was man so an Erinnerungen damit verbindet. Ja, ne? Du musst in dein Mikro reden, Guido. Dann muss Guido das fürs nächste Mal vorbereiten. Jetzt haben wir, so spontan geht es noch nicht, ne? Nee, aber das zeigt ja, wie spontan dieser Podcast ist. Wir sind sehr unvorbereitet, aber füllen trotzdem das Ganze mit Inhalt. Ich finde das schon beachtlich. Sehr beachtlich. Oder auch einfach Quatsch. Wir müssen aber die Technik grundlegend doch nochmal irgendwann ein bisschen verbessern. An Spontanität hin oder her. Jetzt geht es hier über zig Stationen, zu Hause in Computer und was weiß ich was. Das ist sehr kompliziert. Ihr merkt, der Wind kommt auf, es wird kalt.
Wir machen weiter. Also Guido, nächstes Mal, ne? Du, Band, ungeblasen. Ich schätze, es wird eh Rancid sein. Kannst du jetzt schon was zu erzählen? Aber ne, wir können ja gucken. So, was ist jetzt hier los? Ja, hier das nächste Thema. Aus Trotz extra eine andere. Ja, wollte ich damit erreichen. Dann überspringen wir also dieses Segment. Dann käme das Segment, es nennt sich Wir labern über alte Shows Segment. Das kriege ich auch sehen. Ja, dafür habe ich eine ganze Liste mit unseren allen unseren Konzerten jemals ausgedruckt. Wo darf man ich dann, Glücksfee sein? Genau, wo man blind drauf tippt und dann geben wir zum Besten, was wir dann noch erinnern können und was wir an Erinnerungen damit verbinden. Ich sage jetzt schon voraus, dass am meisten, also am wenigsten ich wissen werde und am meisten noch Ingo sich erinnern kann. Also alles schwatt bei dir, ne? Willst du mal einfach, ohne zu gucken, einfach hier irgendwo reinblättern und drücken? Die Liste gibt es übrigens auch auf der Homepage, wenn ihr da mal reinkommt. Tatsächlich, ist sie dann weitergeführt worden? Ja, die ist ja immer aktuell. Ich habe jetzt irgendwo hingedrückt, vielleicht habe ich ein weißes Blatt Papier, was ist das? Ja, weißes Blatt Papier. Achso. Komm, drück nochmal. Achso, deine Erinnerung, Mann. Wo muss man denn, sind das, ist das? Das sind auch Konzerte, okay, alles Konzerte. Da tippe ich jetzt nochmal irgendwo hin, da, so. So, wir sind gelandet im Jahr 1998. Oh. Und zwar am, was ist das hier, 2.10.? 2.10. 2.10.98 in Bielefeld. In Bielefeld. Falkendom. Oh. Wir haben dreimal im Falkendom gespielt, oder? 2.10.98. Mindestens dreimal. Was kann das gewesen sein? Was wäre das erste Falkendom-Konzert? Ich würde tippen, dass das ein Konzert war. Das war ein 98, ja? Mit am Bodenwälzen bestimmt. Ja. Ah, ich weiß auch noch was. Das war, wer hat da nochmal mitgespielt? Haben da Teutrini mitgespielt? Ja, das kann ganz gut wirklich sein. Wirklich war das? Hat da Jan Dirk gekotzt auch? Oder hat Jan Dirk gut, das ist jetzt nicht. Ich konnte jetzt jedes Konzert. Nee, aber auf der Bühne, meine ich. Nee, Jan Dirk hat mal halt mal. Nee, das waren Pferden. Trostorf auch. Wir wollen doch nicht alle Konzerte vorgreifen, die. Nee, aber im Falkendom, da habe ich damals Texas is the Reason gesehen und ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich, als wir dann da bei diesem Konzert wieder da waren, gedacht habe, der Laden ist ja total klein und ich habe damals gedacht, dass Texas is the Reason Konzert waren, da waren 800 Leute oder sowas. Die würden niemals in diesen Laden passen. Ich kann mich an das Konzert überhaupt nicht erinnern. Aber ich weiß, wie der Falk nur noch aussieht. Warte mal, 98. Da gab es noch diesen Koch, mit der Brille und den Dreads, der mal sehr lecker gekocht hat. Stimmt. Und der ganze Laden war so komisch gefliest und weiß, das auch wie eine Arztpraxis. Zu der Zeit hatten wir aber noch nicht die Out on the World Single draußen, oder? 2.10.98? Nee, die kam im Dezember, glaube ich. Haben wir im November erst aufgenommen, ne? Ja. Das nächste Mal, dass wir da waren, war dann mit den Beatsteaks. Ja, aber das muss ja dann 99 gewesen sein. Ende 99. Also das ganze Jahr später. 98 muss wirklich dieses Konzert mit unter anderem Am Boden wälzen. Ach, die Band hieß Am Boden wälzen. Ach so. Ich dachte, das Konzert war mit Am Boden wälzen. Skipjack Tobi mit seiner Band auch mitgespielt? Ja, das kann. Haben wir nicht irgendwann auch mal mit Pierce Your Dog in? Ja, auch. Da waren wir schon öfter, ja. Das waren auch immer so Festivals. Also ich kann mich am meisten wirklich noch dran erinnern, dass ich immer denke, Mann, der Laden war doch damals so groß. Damals hatte ich noch mein altes rotes Schlagzeug, ihr erinnert euch? Ja. Und eine Glatze auch noch. Und eine Glatze hatte ich damals auch noch. Nee. Natürlich, 98, aber hallo. Ja, doch, natürlich hatte ich eine Glatze. Ey, da habe ich noch studiert. Da kriegst du auch wieder eine. Da hast du schon studiert, 98. Da habe ich noch studiert. Ende 98 habe ich aufgehört zu studieren. Wahnsinn. Am nächstes Konzert, Aber wie viele machen wir denn pro Sendung? Jeder eine darf eins. Drei ist eine schöne Runde. Nee, du blätter mal und tipp. Also nicht jeder eins, das ist auch ganz wichtig. Drei ist aber viel, ey, Mann. Ja, aber wir haben drei auch muss Konzerte. Reichen. Tippst du schon? Ja, auch ein weißes Blatt, ne? Scheiße. Nochmal. So, und jetzt sind wir am 24.06.2001 in Tuttlingen. Southside Festival. Boah. Oh, das war sehr gut. 2001 war das schon, das glaube ich. Genau. Da fällt mir direkt eine super Geschichte zu ein. Und zwar, wir haben nur einmal Southside gespielt, ne? Genau, das müssen wir auch mal negativ vermerken, dass wir erst einmal da waren. Ja, blöd. Dreimal Hurricane, einmal Southside. Es war allerfeinstes Wetter. Haben super Bands gespielt und eine Sache, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, war, dass die Hives hinten immer Fußball gespielt haben die ganze Zeit. Und wie genau wird er ausgesprochen? Rivers Kumo oder wie er heißt? Von Weezer, der Sänger. Ja. Stand immer sehr schüchtern. Die Hives, die Fußballspieler in Hives beobachten da rum. Und irgendwann kam die deutsche A&R-Promotante, was weiß ich, irgendwas, irgendeine Plattenfirma, so ein Plattenfirmen-Mädel, kam zu uns, um uns zu fragen, sag mal, ihr kennt doch die Hives, oder? Der Rivers, der will so gerne mit denen Fußball spielen, der traut sich aber nicht zu fragen. Könnt ihr für den mal bei denen fragen, ob der mit Fußball spielen kann? Da war ich sehr platt. Wir haben dann gesagt, wir kennen die gar nicht. Und er sollte sich einfach einen Ball zuschießen lassen. Hat er auch irgendwann durch Zufall gemacht und hat dann den ganzen Abend auch noch mit denen Fußball gespielt. Ach stimmt, es sah sehr geil aus, wie er so in einigem Abstand da so ganz schüchtern stand. Ja. Immer den Ball im Auge hatte. Aber nicht einfach mal hingegangen ist und zu sagen, so ihr, ich auch. Ah, da muss ich aber, Weezer muss ich ja wirklich sagen, ich habe nur einmal live gesehen, das war damals auf dem Southside
Und das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Haben Tool nicht noch abends gespielt? Ja, ja, aber Backstage abends kostet nachmittags. Die nächste. Tool, der Sänger, auf der Bühne, ein androgynes Tier, ein Reptilmensch, den man, also man kann ihn nicht greifen. Und Backstage ist der mit so einem komischen Oma-Kofferchen, also Wagen, diese Koffer mit den Rädern durch die Gegend gefahren. Das sah sehr gut aus. Aber warte mal, hat da nicht auch Iggy Pop gespielt? Oh, das sind die Iggy Pop-Stories auch knüppelhart. Iggy Pop einfach vom Backstage-Bereich irgendwie 80 Meter entfernt war, oder nicht mal von da mit einer fetten Karre zur Bühne gefahren wurde, geht auf die Bühne, singt da sein Turd, die Karre war die ganze Zeit an und wartet auf ihn, dass er wieder einpäsen kann, wenn er von der Bühne runterkommt. Super. Unglaublich. War wirklich gut. Der war auch mit dieser Porno-Tuse da unterwegs die ganze Zeit, ne? Ja, wo alle gedacht haben, hey, der hat sich ein leichtes Mädchen besorgt, das ist aber in Wirklichkeit seine verheiratete Frau. Wirklich? Ja. Haben da auch Weaker Dance gespielt? Ja, Weaker Dance, ja. Ein Highlight, ja. Und Backyard Babies kotzen. Da hat der Backyard Babies Schlagzeug über die Snare gekotzt. Das war ein Traum einfach. Das war eines der besten Konzerte, die ich gesehen habe. Lachen nicht am Kotzen, aber das hat's untermalt. Super war's. Ja, die hat so dermaßen über Schlagzeug gereiert und hat sie dann mit Kotze im Bad abfeiern lassen. So ist es richtig. Zu unserem eigenen Konzert, nur noch ganz kurz am Rande. Wir haben morgens um 11.30 Uhr oder sowas gespielt. Warte, ich kann das gerade gucken auf den Zettel hier. Ja. Ja, irgendwie so muss das gewesen sein. Um 12 oder so. So, pass auf hier. Southside 11.50 Uhr bis 12.20 Uhr. Ja. Boah. Vor uns hat noch eine Band gespielt vorweg und wir hatten eigentlich mit gar nichts gerechnet und dann war es aber wirklich richtig, richtig voll vor der Hauptbühne und ja, es war eine super Stimmung, war echt fantastisch. Das war echt cool. Also das weiß ich auch, das Hurricane und Southside, das war das erste Mal in dem Jahr für uns, beide Konzerte und es war ein super, super Erlebnis auf jeden Fall. Also Sachen, an die ich mich noch erinnere, sind A, sehr viele Bullen auf dem Gelände und Drogenkontrollen allüberall, nervig. B, mir Tool angeguckt und dabei einen halbseitigen Sonnenbrand geholt, weil die Sonne so tierisch geschienen hat, von rechts. Aber sehr fasziniert vom Konzert gewesen. C, ein Treffen der Titanen auf der Bühne als, warte, ich glaube auch Tool gespielt haben, war Hive-Sänger, Weezer-Sänger und Mike Patton nebeneinander auf der Bühne und haben sich Tool angeguckt und ich mitten dazwischen ja, kam mir... Die haben wahrscheinlich gedacht, boah, wir drei hier ja, und Jan Dirk. Das ist doch der bald in den Knast kommt. Das wussten die damals schon. Und was war das letzte noch, woran ich mich erinnern kann? Achso, Krezip, diese komische Band aus Holland. Oh, ich habe mich komisch gesagt, das war nicht wertend gemeint, das war einfach nur... Und die hatten nämlich alle gerade einen neuen Game Boy Advance und haben alle gezockt. Wie stimmt, Blöden. Stimmt. Da bin ich noch hingegangen und habe gefragt, darf ich mal gucken? Ja. Da war ich beeindruckt. Und es gab einen Flipper im Backstage das erste Mal, glaube ich. Und das Beste, also mein liebstes Festival-Interview, was wir jemals gemacht haben, mit Markus Mieske damals für Viva 2. War, da. War das an diesem Container? Ja, das super. Das war wo wir noch auf Juli auf dem Kocher gemacht haben. Ja, richtig, genau. Richtig, ja. Boah, ich erinnere mich auch. Ey, das Festival. Tower da. Das war rundherum. Es gab jetzt viel her. Ja, das hat viel gebracht, das Festival. Und Bäckerbabys sehen auf. Ach, stimmt. Du kamst viel zu spät zum Interview, weil du bei Bäckerbabys geguckt hast und kam stinkbesoffen an. Und hast nur davon erzählt, dass der Typ die Snare voll gekotzt hat. Ja, eigentlich nur die Snare. Bin ich ja mal gespannt, ob jetzt das letzte Konzert, was wir heute raustippen, so viel Informationsgehalt aufrechterhalten kann. Ich wette, man könnte sogar noch mehr zu dem Haushalt-Geschichte-Dingen da sagen, aber dann gehen wir jetzt mal weiter zum nächsten. Eike darf tippen. Ich darf tippen. Bin ich überhaupt auf einer Seite? Wir sind am 10.03.2000 in Trier. Exil. Heißt es Exil? Ja, ja. Ex-Haus. Exil. Ja. Das weiß ich noch. Das weiß ich auch noch. Das war die kurze Tour mit Das war die Buletten-Shows. Ja. Ja, genau. Da hat Fabio uns besucht. Genau. Da haben wir Fabio kennengelernt. Geschichtsträchtiges Datum. Nein, ja. Ohne Scheiß. Genau. Das war gut. Und ich bin auf der Bühne ausgeditscht. Ja, stimmt. Das kannst du dich noch dran erinnern. Sehr peinlich. Ja, das war, also die Sache mit Fabio muss, glaube ich, nochmal beleuchtet werden. Beleuchte bitte. Wir hatten vorher das erste Album für Gunn mit Uwe Hoffmann aufgenommen und waren uns irgendwie noch gar nicht so richtig im Klaren darüber, wer jetzt die neue Platte produzieren sollte. An diesem geschichtsträchtigen Abend in Trier ist dann zum ersten Mal uns Fabio Trentini über den Weg gelaufen, mit dem wir dann hinterher Pocket Rock, Amplify the Good Times und Got the Noise aufgenommen haben. Und der hat sich uns angeschaut, wir haben uns hinterher hingesetzt, Backstage, und ja, wie gesagt, wir kannten diesen Mann nicht, wir wussten nicht, was der vorher gemacht hat, wir hatten nur gehört, okay, er hat irgendwas mit den Guano Apes produziert und da waren wir gar nicht so sicher, könnte das wohl passen, sowohl menschlich wie auch musikalisch. Dann setzen wir uns hin und das erste, was Fabio sagt, ist, kennt ihr eigentlich Three Colors Red? Ja, stimmt. Und da war eigentlich schon so der Knoten,
durch, sage ich mal, und menschliche Bande wurden geknüpft. Das Ganze selbstständigte sich dann, als auf einmal auch The Police zum Thema wurden und die Beatles und so weiter und so fort. Und wir waren uns sofort Freund und kurz darauf haben wir, glaube ich, dann auch schon angefangen. Demos zu machen. Ja, stimmt. Genau. Aber aus einem Proberaum in Amsterdam. In Amsterdam damals noch. Richtig. Stimmt. Das war sehr gut. Wir haben, glaube ich, mindestens 2,5 bis 3 Stunden gequatscht. Hast du gerade gepöpst? Ja, aber das kommt nicht aufs Mikro. Ach so. Dann willst du, also das, aber was ich gesagt habe, cutten. Nee, aber die Show war eine von 2 Shows, die wir damals noch mit Buletten irgendwie außerhalb der Reihe gemacht haben. Ne? Waren das nur 2? Nee, waren das 3. Das war Ulm? Warte, müssen wir mal ein bisschen drüber reden. Ja Ulm. In Ulm war das? Dann in, Freiburg war auch noch. Genau. Und Trier. Genau. Das waren 3 Shows. Und jetzt kommt's nämlich... Irgendjemand kriegt den Anruf. Ach, ich selber. Super. Und wenn Alex telefoniert... Florian, warte, da müssen wir mal kurz eine Pause machen. Ja. So, zurück. Das war Florian. Der will wissen, weil wir kommen wegen der Knete. Alles klar. Ich muss jetzt aber noch ganz kurz anmerken, das ist mir gerade wie Schuppen von den Haaren gefallen. Bei diesen 3 Konzerten. Und da möchte ich jetzt bitte, dass die Leute das mir ganz, ganz, ganz hoch anrechnen. Ich als riesengroßer Bad Religion-Fan, ja. Diese 3 Konzerte damals habe ich gespielt, obwohl ich das Angebot bekommen hatte damals, für das Magazin Visions, bezahlt nach New York zu fliegen, um ein Bad Religion-Interview zu machen und das neue Album anzuhören. Aha. Und ich bin trotzdem da geblieben und habe diese 3 Konzerte gespielt. Dankeschön. Einen inneren Applaus von mir für dich. Vielen Dank. Von mir nur im Kopfschütteln. Wusste ich auch gar nicht mehr. Nee, finde ich ja gut. Ja, aber das war es auch wert. Ja, natürlich, jedes Konzert ist es wert, nicht nach New York zu fliegen. Es sei denn, man spielt in New York, weil da müsste man schon hinfliegen. Oder in Dresden. Alex nötigt mich, das Mikro direkt an den Mund zu nehmen, aber es ist so anstrengend, den Arm hochzuhalten. Ja, jetzt hören wir aber endlich mal was. Hi! Das ist echt abgefahren, dass Guido nicht das Mikro zum Mund, sondern den Mund zum Mikro nimmt. Alex, aber ich kann das Mikro auch drehen und macht das einen anderen Effekt. Warte mal, so ist das anders? Auf der anderen Seite ist gar kein Empfänger. Du, deswegen steht Front auf dem Mikro, weil auf der Front... Ich glaube, ich kann lesen. Aber warum hat es eine Wortmeldung? Ich möchte gerne noch was zum Konzert noch mehr wissen, irgendwie... Zu welchem jetzt? Warum waren wir da 3 Tage unterwegs? Was hat das nochmal für einen Sinn gehabt? Ich weiß es auch nicht mehr so gut. Der Sinn... Konzerte spielen, glaube ich. Ja. Hatten die Buletten nicht den Liner irgendwie für 2 Wochen oder so und haben gefragt, ob wir die Tage mit unserer Präsenz füllen wollen? Ja, ich glaube wohl. Stimmt, wir sind wirklich dazugestoßen. Oh, da weiß ich auch noch was. Auf der Tour habe ich zum ersten Mal das Layout zu Black Rose von Beat Sex gehört. Das hatten die nämlich auf so einem kleinen 10-Spur-Rekorder mitgehabt und haben uns das vorgespielt. Diese Country-Version von Shut Up Stand Up, und das fand ich sehr geil. Was hatten die denn da nochmal? Welche Platte war da aktuell von denen? Was war das ja? Das war die Launched. Die Launched? Ja. Das hat ja nach der Launch Teilchen gedauert. Wir waren uns ja dann September, Oktober irgendwie die Ecke, waren wir ja dann 99 mit den Beatsex das erste Mal auf dieser langen Ladies First James Last Tour und sind uns so Freund geworden, dass wir dann diese 3 Daten nochmal nachgeschoben haben. Genau. Ja, dann finde ich, ist die Rubrik jetzt für heute auch abgeschlossen. Ja, fand ich ganz gut. Klar, ich finde die auch gut. Klar, dass das Festival am meisten hergegeben hat, weil da sind ja auch am meisten Bands, die da sich zusammenfinden. Bei so einem normalen Clubkonzert sind es ja nur 2, 3. So, ich blättere aber trotzdem. Wer war denn damals Headliner insgesamt bei dem Southside an dem Abend? Tool waren das nicht. Tool sollten ja eigentlich im Zelt spielen, aber weil irgendeine Band auf der Hauptbühne ausgefallen ist, haben die ja praktisch am frühen Abend schon auf der Hauptbühne gespielt. Iggy so war das. Der Headliner wahrscheinlich. Ja, Iggy Pop und nach Iggy Pop aber noch was dran. Also Iggy Pop fand ich aber zum Beispiel gar nicht so gut. Nach Iggy Pop. Da war bei mir schon die Lampen aus. Da habe ich schon was gehört. Placebo oder so Zeug? Ja, genau, irgendwie sowas in der Art. Oh Gott, ja, dann gut, dass die Lampen aus waren. So, das nächste Segment. Ist Segment eigentlich ein gutes Wort dafür? Oder Rubrik? Nee, so ich finde Segment gut. Warum sagen wir einfach Thema, verdammt nochmal? Wir sind doch hier. Brocken. Teile. Nächste das, oh Gott, schon wieder das Telefon. Kleinen Moment. Nimmt er jetzt auf? Ja, geht schon wieder weiter. Der Ding ist gerade auf dem Klo. Wir fangen langsam tierisch an zu frieren hier draußen vom Proberaum. Ja, Sondergewächs. Ich hab Hunger, das ist unfassbar. Ja, Guido wollte die ganze Geschichte sowieso in irgendeiner Pizzeria machen. Das ist doch geil, der hätte auch noch einen Pizzamann fragen können. Irgendwas. Guido, es ist so super, jetzt versteht man dich. Ja. Wo ich Hunger habe. Wo ich gerade vom Klo komme. Hunger habe ich auch. Sind immer so viele Mücken auf dem Klo? Boah, unglaublich. Unser Klo ist so von Mücken besiedelt. Das ist unglaublich. Vielleicht Pepperoni oder Ich muss doch schnell, ich muss nach Hamburg. Ach ja, schon wieder. Du hast doch gerade im Vorspann erzählt, was du da so erlebst, wenn du nach Hamburg fährst. Dann lass es doch sein.
Ja, aber ich muss da wieder hin. Was soll ich machen? Geht nix. Ich hoffe ja immer, irgendwann klappt es mal mit dem Zugfahren. So, jetzt käme das Segment eure Fragen. Leider haben wir bis jetzt im Moment nur so ein paar vereinzelte Fragen bekommen, die wir jetzt auch noch nicht mal hier mit hingenommen haben, sodass wir gar nicht wissen, worum es sich da nochmal bei handelte. Lasst euch mal kreativ was einfallen. Möglichst auch gerne musikgebunden und nicht unbedingt... Was machst du jetzt da? Staub raus. Achso. So, nächstes Thema. Und dann auch mal bald zum Ende kommen. Ja, es ist, ewig. Dauert auch nicht mehr lange. Es kommt jetzt nämlich als nächstes käme und kommt jetzt auch Name That Song. Also, sozusagen, irgendwer windet hier ganz doll. Und zwar werden wir jetzt fünf Sekunden Ausschnitt, sagen wir mal so ungefähr, eines von uns ausgewählten Songs vorspielen. Ihr müsst daraufhin dann uns eine Mail schreiben mit dem Namen des Songs, der Band, dem Album und dem Erscheinungsjahr. Und wer das richtig beantwortet hat, der kriegt einen tollen Preis, den wir uns noch ausdenken müssen. Nur hat jemand einen Vorschlag, was man verpreisen könnte? Ich hab ein Feuerzeug zu Hause. Gisos Feuerzeug? Donuts Feuerzeug kann ich nicht. Ach, ein Donuts Feuerzeug? Nee, ein stinknormales von dagegen nebenan vom Kiosk. Ja, vielleicht können wir noch was drauflegen. Also auf jeden Fall, das Feuerzeug ist schon mal sicher. Ey, sag mal, sich so, Mann, dass Guido wirklich zu jedem Gewinn nebenan in den Ramschladen geht, sich irgendwas Tolles aussucht und dann kriegt jeder absolutes Überraschungsgeschenk. Unikate. Find's gut. Das kann man auch machen. Auf jeden Fall könnt ihr was Tolles gewinnen. Jetzt kommt der Song, hört gut zu. Obituary. Oh yeah. So, das war der Song. Ich hoffe, ihr könntet da was dran und von erkennen. Ausgesucht von, ich weiß nicht wem. Auf jeden Fall schickt, wie gesagt, den Namen des Songs, den Interpreten, also die Band, das Album und das Erscheinungsjahr per E-Mail an wen denn wohl? An alle. Ist doch egal. An irgendwen at donuts.de. Nee, wir brauchen eine Sammelstelle. Orschel, mach du doch die Sammelstelle auf. Wirklich? Nee, ist auch einfach, alex@donuts.de. Ja, an alex@donuts.de. Gut, und damit sind wir schon am Ende angekommen, nämlich die abschließenden Worte. Mhm. Meine abschließenden Worte für den heutigen Tag. Ich habe gerade schweinekalte Füße. Ich merke gerade wieder, dass Chucks ganz tolle Schuhe sind und ich werde sie trotzdem auch im Winter tragen, aber es sind keine Winterschuhe. Toi, toi, toi. Es wird wirklich kalt jetzt hier, ne? Also von daher wird es echt Zeit, dass wir das Ding jetzt hier zu Ende bringen. Uns verabschieden bis zum nächsten Mal. Ja, meine abschließenden Worte sind auch, ich habe einen Schweinehunger und muss jetzt so schnell wie möglich mir schnell was futtern und dann ab weg. Guido sagt gar nichts mehr, das ist auch besser so. Also. Knusper Felix, Oleo, was habe ich letztes Mal gesagt? Ahoi. Ja, sowas in der, ja, in diesem Sinne. Wir sind raus, eure Donuts. Ciao. Tschüss.